Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven bis ans Ende der Welt. Hier in der Antarktis entsteht die modernste Forschungsstation Deutschlands, die Neumayer Station 3, benannt nach dem deutschen Polarforscher Georg von Neumayer. Sie steht auf dem Ekström-Schelfeis an der Akterbucht. Das bedeutet Temperaturen um die minus 50 Grad und wochenlange Dunkelheit. In dieser lebensfeindlichen Umgebung wird zurzeit kräftig gewerkelt. Unter schwersten Bedingungen und viel Handarbeit bauen Monteure die Stahlkonstruktion zusammen. Eine schweißtreibende und anstrengende Arbeit bei klirrender Kälte und heftigen Stürmen. Die neue Station ist eine Kombination aus Forschen und Wohnen auf einer Plattform. Herzstück dieser hochmodernen Forschungsstation ist die neuartige Unterkonstruktion. Das Besondere an dieser Station ist, dass sie mit dem Schnee wächst und auch nichts im Eis hinterlässt. Das heißt, sie läuft auf der Stelle hoch sozusagen und um einen Meter im Jahr können wir die hochsetzen. Im Schneekeller befindet sich eine neuartige hydraulische Hebevorrichtung. Bewegliche Stelzen verhindern, dass die Station im Eis versinkt. Die werden einzeln hydraulisch angehoben, mit Schnee verfüllt. Das sorgt für Standfestigkeit. Mit diesem Konzept werden nicht nur wichtige Forderungen des internationalen Umweltschutzprotokolls erfüllt. Die Station kann wieder vollständig abgebaut werden, sondern bewahrt sie auch vor dem Schicksal ihrer Vorgängerin, der Neumayer 2, eine Röhrenkonstruktion. Denn die versinkt langsam immer tiefer im Schelfeis. Sie liegt schon 12 Meter unter dem Eis und es wird langsam eng. Überall drohen die Wände, dem Druck des Eises endgültig nachzugeben. Die Station muss aufgegeben werden. Aber für die Forscher wird das Leben komfortabler. Das Höhlenleben hat ein Ende. Wir haben dafür viel Fenster gebaut, dass wir praktisch mit der Natur dort, mit dem Licht weiterleben können. Die Neumayer Station 3 bietet nun die optimalen Voraussetzungen für einen langfristigen Forschungsbetrieb in der Antarktis. So werden die Langzeitmessungen der wissenschaftlichen Observatorien, wie zum Beispiel Klima-, Erdbeben- oder Meeresforschung, fortgesetzt und neue Forschungsprojekte möglich. Die Langlebigkeit der Station ist jetzt auf 25 bis 30 Jahre angesetzt und die alte Station ist mit 15 Jahren. Und ich schätze, das ist so doppelt so teuer als die Röhrenkonstruktion. Außerdem, wir haben so für die Zukunft gebaut, wir haben die doppelte Nutzfläche als die alte Station. Wegen der langen Lebensdauer sind die Gesamtkosten von 39 Millionen Euro gut angelegt. Ende Februar wird die Forschungsstation Neumayer 3 den Betrieb aufnehmen. Dann werden hier 40 Wissenschaftler forschen. Hier in der Antarktis am Ende der Welt.